Hallo zusammen und willkommen zurück in den Minen von Moria. Wir gehen jetzt mal Richtung Pilgerweg. Und hoffen jetzt mal, dass da diesmal auch keine Horde kommt, wenn wir da unten herumlaufen. Pilgerweg und Schmiede von Belegost ist noch da. Vielleicht finden wir ja auch mal ein bisschen mehr von diesem neuen Erz, was wir brauchen. Dann noch das spezielle Holz bräuchten wir ja auch noch. Nein, nein, nein. Oh. Hat noch nicht gereicht zum Vergiften. Sehr gut. Geh weg, du blöder Pilz. Ich mich da einfach mal durch. Und ich hoffe mal, da hinten sind auch nicht viele Spinnen. Ich habe das langsam gesehen mit diesen Viechern. vergiftetes Hafer. Nehmen wir mit. Monster in the air. Monsters in the air. I need a better weapon for this. Fängt schon gut an. Nein, endlich. Chitin. Könntest du auch ruhig ein bisschen Fleisch fallen lassen. Ich glaube, da hinten lag noch kurz Fleisch. Nehmen wir natürlich mit. Und schauen, dass wir jetzt da ein bisschen mehr Fleisch sammeln auch. Fortlaufend. Und die Ratten halt töten, wenn wir sie sehen. Und dann hoffe ich auch, dass da hinten auch Rotstein wäre oder so. Moosbeeren bräuchten wir ja auch. Genau, hier haben wir ja noch die Kiste. Ah, da haben wir schon alles ausgeräumt. Umso besser. Ja. Das ewige Gift. Schauen wir da mal hier halt was hin. Ist nicht gerade wunderschön, was ich da mache, aber soll ja auch nur dem Zweck dienen. Drehen. Nochmal drehen. Noch eins zur Sicherheit. Hier hinten werden sehr wahrscheinlich Orks auf uns warten. Gleich so viele wieder. Nee, 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 nee. Nicht mit mir. We got orcs. Ja. Wer kommt her? Wollen nicht. Wo bist du her? What? Nein, falsch. Hat er die Waffe? Gut. This one's done in. Metallteile. Hey! Da wieder einer? Oder was? Ja, blöde Fledermaus. Da puddelt sich hier einer durch.
Gut, der ist hinüber. Zwei auf einen Streich. Er ist weg. Komm, zeig dich. Oh, bist du blöde. So ein Giftpilz. Nicht getroffen. Jetzt aber. Da braucht noch einen. Warte. Immer noch nicht tot. Hier, endlich. Heile sind teuer. Oh. Nein, immer noch nicht. Gibt's doch nicht. Ist auch noch einer. Da bin ich so halbwegs safe. Aua. Das sind zwei verschiedene, wie es aussieht. Na? Bleibst du mal liegen und nicht mehr? Oh. Wieder ein anderer. Hopp. Unglaublich, haben die unendlich Leben? Oh, jetzt kommt noch eine Fledermaus. Ich gehe mal rein. Vielleicht ist es wirklich nur noch ein Hit. Anscheinend nicht. Nö. Mann. Der mühsam. Gut, der ist tot. Getroffen. Gut. Hopp. Hopp. Pfeil um Pfeil nagel ich dich fest. Sehr schön. Du nehme ich mal mit, falls wir neue Felder machen wollen. Da um die Ecke ist einer und da ist doch einer links. Ne? Hey Junge! One more for me. Jo. Na, steckst du fest? Muss ich dir helfen? Ah. Problem gelöst. Mal schauen, wie viel ich... Das ist, glaube ich, Silber. Boah, nichts Besonderes. Aufsammeln, bevor es den Boden wieder verschluckt. Alles nehmen. Das kann weg. Hier nehme ich dich mit. Metallteile, komm. Braucht keiner. Balsamholz bräuchten wir eigentlich auch wieder ein bisschen. Was mit denen haben wir die Armbrustdinger gemacht. Schon dabei sind, esse ich einen davon. Und wir haben wieder Chandor-Baden. Ein paar bekommen.
Giftpilz, Knochen. Knochen. Er damit. Nicht gerade viel Holz, was das da rausgibt von einem großen Baum. Oh, hey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Nur ein Baum. Oh, Naturfasern, okay. Kein neues Deck, von dem her ist es mir egal. Holz, Holz, Holz. Oh, nicht angreifbar, aber das hier. Hop. Hop. Jetzt da. Hinten noch weiter. Was haben wir hier hinten? Ah, die Schmiede. Forward is flooded, but they would have had drain pumps. It must be nearby. Haben wir ja eigentlich alles entwässert. Oh, just look at this ancient forge. What a beauty. Da oben ein Rohr. Hat er mal ein bisschen Licht. Da kann man doch seitlich hoch. Oder hier hoch. Voilà. Wo ist das Rohrteil? Da. Eigentlich, ich muss wieder eins craften. Also damit. Ah. Ich muss ab und zu blind sein. denn schon. Da können wir auch ein bisschen Licht machen. Müssen wir hier hoch. Lass mal fallen. Wäre nett von dir. Oder auch nicht. Na. Kann damit ja nicht springen. Kurz gucken, wie ich das ablege. Kann eigentlich Leitern klettern, wenn das Teil kaputt ist? Warte mal. Legt es ab, wenn ich was esse? Nö. Dann kann ich sicher auch klettern, also. Runde grob. Die Kletter. Nö, kann ich nicht. Ausruf. Aha. Werfen. Hang mal. Hopp. Wenn das klappt. Jo. Will gucken. Nice.
Huch! Kann ich noch nicht anwählen. Zeig mir, was ich hier craften kann. Eine Hellebarde. Möchten wir Leder? Schildball könnten wir hier auch machen. Bronzebar, Stahlbar, Elbenholz, Haut. Ja. Und das eine Erz können wir schmelzen. Die Rüstung. Ja, mir fällt der Stoff und der Leder eigentlich. Schade. Schwimmen wir da kurz hier rein. Hallo. Hallo. Mist. Stirb. Oder so. wieder was zum Reparieren. Die hat zerratten. Wow, gab Kohle. Wir müssen ja ein Gift herumlaufen, es ist ja wieder typisch. Vergiftung. Na, oh, spielt eh keine Rolle mehr. Damit. Ups, da hinten ist nichts. Gibt's ein Fleisch? Dann essen wir mal kurz. Um da ein bisschen der Vergiftung entgegenzuwirken. Okay, da scheinen wieder Orks dahinter zu sein. Und natürlich auch Gift, was sonst? Oder Schatten. Neue Halle, neues Glück. Naja, Glück sieht anders aus. Wäre das Licht, was man reparieren könnte. Haben wir noch nie versucht. Weiß ich nicht, ob wir genug Materialien zusammen haben. Da stehen zwei Deppen. An. Ah, Hafer. Brauchen wir für das Lembas, wenn ich jetzt noch richtig bin. Mach die mal weg da. Ich weiß auch nicht, wie ich darüber soll. Gut. Da an der Wand entlang bauen. In der Hoffnung, dass ich da vielleicht hinkomme. Nochmal. Ah, du hast uns jetzt gesehen. Die Schaden machen wir eben nicht, verdammt nochmal. Ah, da ist er. Ja, lauf. Hui. I need a better weapon for this.
Boah, der haut rein. Ah! Oh, jetzt wollte ich wegrennen. Oh, da können wir jetzt ein Stück laufen. Oh je, Mine. Verdammt, verdammt, verdammt. Ah. Mist. Die Nachbricht rein, das auch noch. Ich nehme schon kurz was hier raus zum Essen. Ich nehme kurz die zwei mit. Nur zur Sicherheit. Upp, runter mit uns. Boah, 500 Meter entfernt. Ja, ist nicht gerade so sättigend. Da ist das Stück Fleisch besser. Dann lassen wir das lieber mal mit dem instand setzen. Und dieser Leuchter. Blödes Gift. Ah, ne, das hat ihr Hunger abgezogen, weil wir geportet haben. Und hier haben wir was. Ah, Silber. Hat jetzt ausgesehen wie Gold. Von der Reflexion her. Hoch. Na, der will immer nur hier hochklettern. Der gute Herr. Ja, ich auch hinten noch weiter, sehe ich gerade. Blub. Nämlich da. Links. Könnten wir uns auch da hinten vielleicht irgendwo mal langsam wieder eine neue Siedlung aufbauen. Also eine neue Base, besser gesagt. Gruselig. Sieht aus wie so ein Höllentor. Und nicht aus wie eine Schmiede. Ja, hier sind wir lang. Dadurch. Gut, hat alles aufgesammelt. Die Sachen da noch mal ein bisschen weg. Aber hier hinten scheint es ein Schluss zu sein. Ratte. Puh. Müssen wir wohl hinten drum. Wird genug. Nice. Will wieder ein bisschen singen. On call.
until Durin wakes from sleep. Mhm. Aha. Boah. Das geheime Grab der Könige. Müssen wir schon fast Licht machen. The tombs of Durin. Their final resting place. What an honor to see this. Takfa Durin Kudrir. Oh, unsere Fackel ist durch. Haben wir noch eine? Ah! Glorreiche Überreste der Errungenschaft. Wuhu! Werte Licht. Und dann dahin. Machen. Das ist wohl ein Grab. Ich dachte, vielleicht kann man was drauflegen oder so. Vielleicht Durins Axt. Dass man die mal zu, ja, fertig hat. Alle Teile. Andere Statuen. Auch nichts machen. Vielleicht wird es drin sein in diesem Gewölbe. Ich schau mal danach. Hier liegt noch mal so ein Teil. Will nur Licht machen. Ah, hier ist es. Drei Stück fehlen. Aber das erste sollte noch ein Slot frei sein, da wir keine Kohle mehr haben. Sehen, sondern Statuen platzieren. Eins. Lecker Fleisch. Eine Zahl irgendwo noch hier hinten. Jo, genau. Jetzt setzen wir doch das mal. Mal schauen, was wir bekommen. Öffnen. Schild von Durins Garde. Oh. Neues Schild, neues Schild. Was ist hier eigentlich nichts mehr? Diese Ecke ausleuchten. Blub. 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 Und dann vorne die Ecke noch. Und dann schauen wir mal im Gewölbe da. Hallo. Aha. Können wir gleich öffnen. Moment. Das Grab Durins der Tod... Was? Des Todlosen. Das Grab Durins 1 existiert noch, doch der Zahn der Zeit hat ihm zugesetzt. Das Wort der Schattenbrunnen und der Wille des Bösen tief unter dem Berg wurde den Stein getrieben. Neben den eingemeißelten Wappen Durins steht außerdem die Pflichten Durins Volk vom Schmied Aule. Aule. Auferlegt wurde. Was auch immer. Ich habe auch alles gelesen. Ich hatte gedacht, ich könnte mich da drin vielleicht ansiedeln, aber da ist nicht gerade viel Platz. Man muss nochmal hinschauen. Vielleicht ist ja da wirklich ein Portpunkt. Aber wir hätten eh kein schwarzer Stein bei uns.
ist noch mal so ein Statue-Teil. Ja, schick eigentlich. Was im Ganzen anschaut. Ja, aber ich will noch ein bisschen weiter. Ein Pilgerweg. Nur noch 6 von diesen Hölzern. Leere Nische ansehen. Is a stone missing here. The Kozat stone. Okay. Stone of the dwarves. Perhaps we'll find it somewhere still in the mountain. Am Kopf der Ruhestätte Durins 1 steht ein Monument. Darin scheint ein bedeutungsvoller Stein oder Edelstein zu fehlen. Die Runen, die dieses leere Fassung umgeben, sind zum größten Teil verblichen. Es lassen sich nur noch wenige Zeilen entziffern. Der Kasatstein, unser Vater behaute ihn am Ort seines Erwachens. Er begleitet ihn auf seiner langen Reise nach Irakzklub. Hier sollte er ruhen, bis Durin aus seinem Schlaf erwacht. Aha. Wir holzen nochmal. Ich habe ziemlich viel Holz verbraten. Ich das halt mit dem hier ab. Da kommt ein schöner Wasserfall. Ui. Oh, die Krähe ist auch wieder da. Erebor. Deep, but the shadow vents freely all the same. Did you know us dwarves are meant to subdue it? Old tales from beak to beak. All true. All true. Oh, so the eastern stairs are broken. There is no way back up. Evil luck. Learn to fix them in Old Pilgrim Library. Follow trail to River Start. An old library? I will find it. Okay, Bibliothek finden. Um herauszufinden, wie man die Brücke reparieren kann. Oh. Mit dem da nichts machen kann. Kann sich irgendwie einsammeln. Ratte! Ratte! Chanorhammer. Okay. Den können wir eigentlich ja auch craften. Chanorhammer. Nein. Hä? Jetzt geht's los. Eyes up! Monsters in the air! Ja, ja, ja. Er ist schon tot. Keine Panik. Werkzeuge. Auf die Rezeptliste. Kupferzinn, Silbererz. Ah. Nein, wir haben doch das Silbererz immer angeschmolzen. Nein, nicht alles. Zinnhaus sollten wir auch noch haben. Können wir den eigentlich mal herstellen? Können wir auch dieser... Bin gleich da für dich, keine Angst. Das Toolschmiede, geht das hier? Oh, du gehst mir auf den Sack. Wo bist du? So. Nochmal von Neuem. Wo stelle ich die her? Das ist die Frage. Bei der neuen Schmiede, Belegost. Schwarzer Diamant. Okay, das ist das Einzige, was uns noch fehlt. Mal her. Alles andere haben wir im Inventar. Okay, von dem Fleisch haben wir nichts mehr. Nehmen wir was von damit.
kaputt. Zünd die Dinger nicht mehr an, die werden eh wieder löschen. Gleich wenn wir buddeln, haben wir Glück, dass wir einen schwarzen Diamanten finden. von wo sind wir gekommen? Ah, von da hinten. Meine Güte, ist das gut versteckt. Kann ich noch lange suchen. Ja, dann denke ich, wir watscheln mal nochmal zurück. Ist überhaupt kein Erz. Auch in den Zöllen nicht. Dieses komische Gift oder Fluch, wie sie dem auch sagen. Mehr davon. We got orcs. Jo. Nice. Wir haben die Treppe ja da hinten gebaut. Dann baue ich da hier mal drüber. Blub. So hin. Und weg hier. Sehr schön. Hier hinten war nichts, oder? Nö. Gift. Das kann ich auch stehen lassen. Sieh den Helm an. Ein Slot frei. Ja, dann müssen wir mal Erze herstellen, etc. Einfach kein Ding ist, so schade. Kein Porter. Ich komme sehr wahrscheinlich fast nicht drum herum oder vorne dann bei der Treppe. Also bei Durins Grab zumindest da eine aufzustellen. Gleich noch ein paar Armbrustbolzen machen. Und dann waren wir hier hinten eigentlich auch noch nicht. Mir gefällt das Plätschern nicht, dass ich da die ganze Zeit höre. Okay. Statue zum Reparieren. Hopp. Hopp. Ist das alles verseucht hier? Sehe ich das richtig? Aber nicht gerade cool. Ist ja wahrscheinlich. Ah, doch, geht noch. So, restaurieren wir. Kohle. Habe ich mir schon immer gewünscht. Hoppala. Könnte ich jetzt von hier. Nur damit wir dann auch wieder zurückkommen. Na. Scheint auch schon wieder Schicht im Schacht zu sein. Aber da mache ich jetzt nochmal ein Loch rein. Okay. Da schauen wir uns sicher ein andermal an. Wir müssen unbedingt mal zurück.
Was ist eigentlich? Ah, Salz. Haben wir zwar genug, aber ich weiß nicht, ob da auch mal ein Ding rauskommt. Hör auf zu singen, da ist kein Dia, schade. War ein Versuch wert. Fleisch. Wir müssen. Oh, hier haben wir auch noch mal was. Geschichtsstein. Entgegen ihres Rufes bei den anderen freien Völkern waren der größte Schatz reisender Zwerge nicht Edelmetalle und wertvolle Steine, sondern ihr Handwerkswissen. Pilger gaben als Opfer an Durins Völker oft das weiter, was sie bei Gelehrten und Handwerkmeistern gelernt hatten. Gut. Schön. Shit, wir rennen zurück. No! Kleinste Irrgarten. Stimmt, die muss ja da zu diesem Lager hindurch. Schwarz. Noch ein Giftpilz. Ja, Giftpilz hätten wir eigentlich einsammeln können, aber. Quiet. I see prey ahead. Hier haben wir nochmal Salz. Ruby Bubs. Hüpf, hüpf. Ich mal da lang. Auch mit dir. Ah, da kommen wir ins Spinnenviertel. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber wir könnten auch. Nee, wir gehen da zurück. Wir haben ja keine Rüstung mehr und ich will mein Glück jetzt nicht herausfordern. Wir sind schon einmal gestorben. Salz. Ich hoffe, wir können jetzt wirklich genug von diesen Dingen herstellen. Wie für die Barden. Dann eigentlich auch mal richtig los. Was haben wir denn hier? Und daraus. Einzeln Erz. Und eh kein Platz. Ich lasse uns mal liegen. Weg mit dem. Und dann wollen wir zurück. Schwarze Dias haben wir ja. Gott sei Dank. Nein, da rein, bitte. So ein bisschen haben wir noch wieder. Haben wir auch 4 gefunden. Den Weizen schmeiße ich da rein. Die Giftpilze sind vorne. Genau. Wir könnten einmal ein Gegengift erstellen. Das sind die Knochen. Wie gesagt, Pilze haben wir genug. Du kommst nach oben. Den haben wir auch reichlich. Silberbarren. Diese Schnüre. Ein 50er Stack nehme ich lieber mal mit. Man weiß nie, wenn man ihn brauchen kann.
Chitin. In Chitin. Ah, ist hier. Dann die Knochen. Wir haben noch so eine. So ein Tagebuch eines Waldläufers. Fast. Schwarzer Diamant kommt mit. Münzen. Rubin oder was ist das? Jo. Ja. Gute Dung. Etwas Neues. Was können wir auch hier? Sternmetallbarren. Eisenbahn, Sonnenstein, Eisenholz. Ja, Eisenholz fällt sonst. Aber wir müssen ja den Hammer herstellen. Den können wir nicht hier. Hier haben wir Silber und dann können wir da. Mal schön brav was zusammenschmelzen. Alles repariert. Warte, wenn wir schon dran sind. Können wir das noch machen? Ah, ein bisschen Holz haben wir. Können wir ein paar Bolzen herstellen. So, das behalten wir. Und was bräuchten wir eigentlich, um ein Ding aufzubauen? Havala, Havala, Havala. Wandlang auf Tafel. Hölzerne Truhe. Schatz. Oh, könnten wir sogar. Ja, oder dann? Aber eigentlich wollte ich nach was anderem schauen. Und zwar. Ist das Ding? Ich bin gerade blind. Kartenstein. Stein und schwarzer Diamant. Drei Stück. Ja, meine Güte. Ja. Juh, acht Fleisch. Viertel Fleisch. Machen wir gleich wieder ein paar. Die sind richtig super. Auch schon mal eine Ersatzfackel. Aber ich hänge das im Überschuss nicht wirklich. Ausgezeichnet. Noch die Mahlzeit. Dann mal schlafen. Das mache ich gleich nochmal eine Mahlzeit. Gute Nacht. Guten Tag. Gut, dann können wir gleich wieder essen. Njam, njam. Ich stelle mich da oben drauf. Gut, alles klar. So, das war's aber mal in dieser Folge. Hat ein bisschen Überlänge, aber das schadet nichts, weil, ja. Sind aktuell längere Laufwege. Vielleicht finden wir unten was, wo wir wieder einen Portstein aufbauen können. Das nächste Mal gehen wir natürlich die Sachen craften. Den Hammer brauchen wir und dann vielleicht noch das ein oder andere Rüstungsteil. Und ich hoffe dann, dass wir oben bei der Brücke vielleicht wieder einen Portstein finden. Wenn nicht, müssen wir uns überlegen, ob wir vielleicht einen craften werden. Aber dann nur. Weit sind wir noch nicht. Vielleicht in der nächsten Folge. Wir werden es sehen. Und somit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.